Hallo, ich möchte euch zeigen, wie man hier aus geschmolzenem Marshmallow mit Puderzucker dann ein etwas Süßes zaubern kann. Wir schmelzen den Marshmallow hier auf den Herd. Und wenn die ganz geschmolzen sind und abgekühlt sind ein bisschen, mischen wir sie mit Puderzucker und dann werde ich euch weiter zeigen, was ich zaubern kann. Wie man solches Süßes schnell und zubereiten kann. Entweder schmelzt man diese Marshmallow auf dem Wasserbad oder ich habe hier zwei Esslöffel Wasser reingetan und geht schneller und ja, brennt nicht. So, gleich sind die schon ganz geschmolzen. Jetzt zeige ich euch, die Marshmallow haben sie geschmolzen. Und jetzt werden wir einfach Puderzucker reintun. Bis eine knetige Masse entsteht. Wir lassen es kurz abkühlen. Das einfach so. Zu warm ist. Aber bevor man Zucker tut, muss es schon abgekühlt, ein bisschen abgekühlt werden. Hier haben wir geschmolzene Marshmallow mit, ist abgekühlt schon, mit ein bisschen Zucker. Jetzt werde ich noch mehr Zucker, um die Menge zu, bis diese Masse knetig wird, eine knetige Masse entsteht von dieser. Die Menge könnt ihr bestimmen, also so ein ungefähr 250 Gramm Puderzucker benötigt ihr und halbes Tüte Marshmallow, also ungefähr 100 Gramm. So sieht er aus wie ein Teig, diese schöne Fondant, das ist Marshmallow Fondant, kann man so nennen. Und kann man verschiedene Formen damit zaubern. So, jetzt klebt sie nicht mehr. So sieht er aus, sehr, sehr schön. Jetzt werde ich sie mit Lebensmittelfarbe mischen und was Schönes. Verschiedene Formen könnt ihr machen. Jetzt habe ich den Teig verteilt. Diese Marshmallow-Zuckermasse ist knetig, sehr gut knetig. Werde ich mit Lebensmittelfarbe mischen, und zwar einmal mit Gelb und einmal mit Grün. Diese helle Teig werde ich mit diese leckere Smarties Bonbon. Jetzt wird diese
müssen wir auch mit Puderzucker weiter mischen. Wir brauchen noch mehr Farbe und hier auch noch mehr Farbe. Da muss man ihn richtig kneten, damit er die Farbe annimmt. Er ist schon jetzt, hat eine schöne gelbe Farbe. Und die werden wir ihn braun jetzt machen. Puderzucker. Mal wieder, weil das ist normal, dass er klebt auf die Hände durch die Zucker in Kombination mit Marshmallow. So, jetzt haben wir schon diese geschafft, diese schöne Teig habe ich. Schaut euch an, sehr, sehr schön. So kann man damit verschiedene Blumen machen, oder? Ich zeige euch gleich. Den Tisch habe ich sauber gemacht und da habe ich jetzt noch Puderzucker, damit man arbeiten kann.
perfekt die Schneide. Gefüllte schöne eine bunte Marshmallow Rouladenzucker entsteht. Da kann man in verschiedene Formen, kann man eine Blumen machen. Jetzt wollte ich zeigen, das ist das Resultat, unsere gefüllte Marshmallow mit Smarties Bonbon. Schmeckt gut, schmecken gut und sieht auch gut aus. Und ich habe hier eine Blumen gemacht, ein Gesicht. Und das ist so gefüllte, so eine Roulade gefüllt mit Lebensmittelfarbe gefüllt. Mit solcher Lebensmittelfarbe. Man kann jede, egal was man will, jede Form machen damit. Das ist auch eine Art, Marshmallow mit Zucker kannst du verschiedene Formen, Figuren, egal was man möchte, kann man zaubern. Sehen gut aus, hübsch und kannst du. Kann man modellieren, wie man möchte. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen. Ich hoffe, mein Film hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns nächstes Jahr bei Div Kreativ. Und bis dann wünsche ich euch guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Tschüss. Also das kann man so nennen, Marshmallow Fondant. Es ist nur Puderzucker und Marshmallow. Die Menge von Puderzucker und Marshmallow werde ich euch in mein Infobox schreiben. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß zum Nachmachen. Es schmeckt wirklich lecker, kann ich nur empfehlen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.